Correspondence darüber, ob alle Hadithe, was Sahih und Sahih Muslim authentisch sind? Na, gibt es einen Konsens, ein Ijma' darüber, dass alle Hadithe, die bei Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim überliefert sind, dass sie allesamt authentisch sind? Naam, dieser Konsens ist da. Walhamdulillah, von Ahlus Sunnah wal Jama'a bezüglich dieser beiden Bücher, nur dieser beiden Bücher, Al-Bukhari und Muslim, diese Hadithe allesamt, die darin enthalten sind, sind alle Sahih nach Konsens von allen Gelehrten, und viele Gelehrte haben diesen Ijma' festgehalten. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn es gab Millionen von Hadith-Gelehrten, die das alle bestätigt haben. Natürlich gab es zu dem oder dem Hadith manchmal Anmerkungen von einigen Gelehrten, aber im Ergebnis sagen wir, alle Hadithe darin sind Sahih, und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Denn ihr solltet auch eine Sache wissen. Allah hat den, was geschützt? Den Koran. Was erklärt aber den Koran? Die Sunna. Wie können wir den Koran verstehen ohne die? Ohne die Sunna. Also muss was auch bewahrt werden? Die Sunna. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Wir werden den Dhikr, was heißt Dhikr hier? Der Koran. Wir haben den Koran herabgesandt und wir werden den Koran bewahren. Bedeutet den Koran und die Sunna. Weil die Sunna erklärt den Koran. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tafadda.